ab, Freunde, und willkommen aus Los Angeles zu einem neuen YouTube-Video. Wir sind heute im Arts District, übrigens schon das dritte oder vierte Mal. Heute steht ein ganz besonderer Tag bevor. Wir sind, beziehungsweise ich sitze gerade in so einem alten Oldtimer Porsche. Es ist ein Carrera Cabrio. Und zwar haben wir heute etwas organisiert. Racing Drop von Router 2 hat ein Shooting und Eugen hat alles organisiert, es hat alles geklappt. Produktion hat ihn aus Portugal ins Staff hier nach Los Angeles geschickt. Wir sind ready, Model ist ready. Wir haben einen geisteskranken Fotografen mit einer Canon EOS R5. Übrigens heißt der Zach und ist Fotograf für Stamp. Zeige ich mal das Auto, dann zeige ich euch ein bisschen den Staff. Dennis ist auch am Start und Eugen läuft gerade da hinten und macht gerade einen Livestream. Erstmal das Auto zeigen. Wunderschönes Auto, ich sag's. Hier ist gerade in dem Livestream, den stören wir jetzt erstmal nicht. Und das ist das wunderschöne Auto, Freunde. Wow, so sexy, deutsches Auto mit Cali-Kennzeichen, Cabrio. Das passt komplett hier rein. Übrigens, du bekommst für dieses Auto hier richtig Props. Jeder sagt, wunderschönes Auto. In der ersten Locations hier, wo wir gerade sind. Ich weiß gar nicht, wie die Brücke heißt. Die ist im Art District. Das ist übrigens die Brücke, wo Mike Amiri seine Kollektion geschmückt hat. Aha. They said he's busy, hold the line, please. Call me crazy, I thought maybe he could mind read. Du musst dir vorstellen, Mike Amiri hat die komplette Brücke für sein Shooting einmal sperren lassen. Von hinten bis nach ganz vorne. Und hat ein wirklich sehr, sehr krasses Shooting. Wir haben jetzt gerade hier ein paar Fotos gemacht. Jetzt sind die Jungs nicht wieder umgelaufen. Da unten ist Eugen. Ich sehe ihn gerade mit dem Porsche. Okay, die Jungs sind alle unten. Muss ein bisschen beeilen. Übrigens, Outfit. Vintage Tee, so ein bisschen Off-White, Creamy, Japanese Denim. Yay! Ich liebe diese Pants. Die ist so crazy. Sheesh. Dürft ihr übrigens gerne mal reinschreiben in den Kommentaren, ob ihr Japanese Denim feiert, hier mit zu callen. Come on, man! Allgemein Art District, sehr schön, so ein bisschen industriell, aber sehr geile Locations. Ihr könnt zum Beispiel, wir haben vorher den Porsche einfach hier unter den Baum gestellt und einfach dieser Baum, so wie der aussieht, mit dem Porsche, mit dem schönen Rot, mit der geilen Beleuchtung, es kommt auch langsam die Sonne raus, sieht einfach heftig aus. Einfach alles leer stehen, du kannst reingehen, ja, wobei nicht wirklich, wahrscheinlich aber gibt es schon irgendwo einen Eingang, wo man reinkommt. So, von der anderen Seite, let's go. Die sieht sick aus, ne? Ich weiß noch nicht, was sein soll, irgendwelche Schlangen oder sowas, aber sieht ganz nice aus. Zweiter Link, wir switchen jetzt Location. Okay. Gehen jetzt zu der anderen, fahren ungefähr 7 Minuten gleich. Hoffe, es ist ein bisschen ruhiger. Mhm. Weil jetzt ist immer so, wenn das Shooting losgeht, auf einmal Action. Bro, aber oben auf der Brücke war auch schon sehr viel Action mit Autos, ja, und so. Ja, ja. Also vor uns hier oben, ja, wir fahren jetzt rüber alle. Ja. Und T-Shirt wissen wir ungefähr, welches wir jetzt hatten. Ja. Okay. Let's go. Let's go. Amerika, Freunde, ne? Der Typ, der hat uns einfach gefeiert, der Officer. Der ist aus Deutschland, er will mit uns reden. Er fragt uns einfach über irgendwelche Songtexte von Rammstein, was die bedeuten. Und er so einfach entspannt. Ey, ihr seid voll cool. Wisst ihr was? Macht einfach euer Shooting. Ich bleib hier oben. Ich schau, dass alles passt. Jetzt chillt er einfach hier oben mit uns. Redet einfach mit Eugen über irgendwelche Rammstein-Texte. Es ist eine geisteskranke Location, ne? Ich mag gar nicht wissen, wie die Fotos aussehen werden. Ich bin echt gespannt, aber guckt euch mal das alles an, ne? Oh mein Gott. Ich versuche mal davor zu gehen, ein bisschen runter zu filmen. Okay, scheiße, die Wand ist zu hoch. Ja, schade. Warte mal, ich versuche es mal. Ah! Ach, Digga, nein, Mann. Ich bin einfach zu klein. Zu klein und zu fett. Ich könnte jetzt eigentlich theoretisch hier draufsteigen, aber ich mach's nicht, weil sonst schmeiße ich uns alle hier raus. Aber es ist crazy, ne?
Der Officer hat uns übrigens gerade gesagt, an diesem höchsten Gebäude da oben gibt es eine Möglichkeit, sogar hochzukommen. Aber er weiß nicht wie. Alter, ist das krass. Ist das verrückt, ey. Der Officer. Bester Mann. Das Shooting ist vorbei, Freunde. Wir sind gerade irgendwo in den Hills. Es ist sehr hoch. Okay. Ich habe Weitwinkel gefilmt. Sehr gut. Ich bin gerade das erste Mal mit dem Porsche gefahren. Porsche, geisteskrank. Freunde, ich sage euch ehrlich, wollt ihr cool sein in Los Angeles, holt euch keinen Lamborghini, holt euch so einen alten Porsche, ihr bekommt nur Props. Jeder schaut euch zu, dieses knallige Rot von dem Porsche, auch die Farbe, wenn die Sonne drauf glänzt, das sieht einfach, schaut euch mal das Auto an, es ist einfach ein wunderschönes Auto. Es macht so Spaß. Ich komme mir gerade vor, als wäre ich irgendwie JP und mache gerade irgendwie Auto-Content, aber ohne Spaß, Freunde, ne? Dieses Auto, ihr bekommt nur Props, alle schauen. Wir sind gerade durch Beverly Hills gefahren, beziehungsweise ich mit dem Auto. Es macht so, so, so hart Spaß. Das Ding ist einfach nur, das Problem bei diesem Auto ist, die Gänge. Also erstmal, ich gehe mal ins Auto. Quietschi, quietschi. Das Problem ist, bei diesem Auto, erstmal Kupplung hart, okay? Sehr hart, sehr schwierig. Bin ich aber schon gewohnt, ich bin schon öfters alte, also ältere Autos gefahren. Und dann ist aber das nächste Problem der Gang. Den ersten Gang rein, der geht manchmal nicht rein. Es gibt einen kleinen Trick für alle, die das nicht wissen. Einmal kurz in den zweiten und dann ist das erste drin. Das ist schon mal ein sehr, sehr guter Tipp von mir. Wer also mal so ein altes Auto fährt, kurz in den zweiten und danach in den ersten und dann läuft das Ganze. Okay, so viel zum Auto. Jetzt gehen wir mal ganz kurz zu Eugene. Ah, Digga, Ausbeugen. Ich werde alt. Ich merke das auf jeden Fall im Rücken. Gehen wir mal zum Eugen. Mal fragen, wie er das Shooting so fand. Das ist übrigens, wir sind oben in den Hills, sehr, sehr weit oben. Hier sind, ihr müsst euch vorstellen, so lauter Villen. Ne, das ist aber noch gar nichts, ne? Das ist echt nichts, was wir bis jetzt gesehen haben. Das Ding ist halt, diese richtig crazy, verrückten, abgefahrenen Häuser, die man so aus dem Fernsehen kennt, sind leider gated communities. Bedeutet, ihr fährt dann quasi so an so ein Tor ran, dann ist da einfach ein zu, also da ist einfach die Tür zu, ne? Und dann ist ein Wachmann dort und du kommst nur rein, wenn du dort wohnst oder eine Einladung hast von irgendeinem Bewohner von dort. Wir sind oben in den Hills. Ihr müsst euch vorstellen, wir waren schon vor ein paar Tagen hier und das Geile hier ist, wenn hier die Sonne untergeht, die Wolken sich ein bisschen absenken, dann bist du hier quasi auf einer Höhe, wo du über den Wolken bist, beziehungsweise auf derselben Höhe von den Wolken. Was ich mir halt voll geil vorstelle, ist so, guck mal, wenn du hier nach links fährst, dann bist du noch höher irgendwann mal. Also wenn du hier links fährst, dann bist du so weit hoch. Ich mag gar nicht wissen, wie es sich anfühlt, wenn du aus dem Badezimmer nach draußen schaust. Hills, ist was für dich? Willst du hier wohnen? Ja, würde ich auch machen. Eugene, filmst du auch gerade, oder was? Also ich glaube, in der Summe wären das bestimmt so 8 bis 12 Videos auf meinem Videokanal. Ich habe eine Frage. Shooting haben wir in den Stories ein bisschen besprochen. Warst du zufrieden? Shooting war echt crazy. Also es war guter Fotograf, gutes Model. Voll echt. Wir hatten ja schon im Livestream darüber so ein bisschen gesprochen. Als du live warst auf den Downtown-Dächern, hatten ein bisschen Probleme bei den Models, weil dann jemand abgesprungen ist. Dann hat man nicht das Model bekommen, was man wollte. Aber Fotograf, übelst nice. Model war übelst cool. Locations waren krass. Ja. Wir hatten auch gut Glück, muss ich ehrlich sagen, dass wir gute Shooting-Locations bekommen hatten. Und das Auto war auf jeden Fall cool, dass wir es aufbekommen haben. Ja. Es hat perfekt reingepasst. Nicht das hier, das andere. Sehr, sehr krass, gespannt auf die Ergebnisse. Es war auf jeden Fall auch cool, dass ein paar Jungs aus Köln da waren. Ich weiß gar nicht, ob du das schon im Chat erwähnt hast. Ah, die Jungs von Enemy, im Chat, die Jungs von Enemy Earth waren da. Also wir haben quasi Jakob gesehen. Wir haben, Grüße genauso an die ganzen Jungs, wenn ihr das Video sehen werdet. Jan und Nick. Sehr korrekt, wir waren entspannt essen, wir waren so ein bisschen connected. Wir haben ein bisschen einfach uns ein bisschen ausgetauscht, ne? War eigentlich sehr, sehr... War sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ja. Muss man erst nach LA fliegen? Ja, 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 genau. Das ist schade. Das ist echt schade. Eigentlich mussten wir sind eigentlich alle in so einer Bubble. Da müsste man sich viel öfters mal ab und zu mal so treffen. Ich finde es ein bisschen schade, dass in Deutschland so die, ja, die, wie sagt man? Gated Community. Nein, jeder hat so eine kleine eigene Clique so und ich finde es schade. Also damals war das so, 2017, weißt du selber. Da hat man sich irgendwie auf irgendwelchen Sneakermessen getroffen, da auf jeden Fall entspannt. Aber ja, Grüße an die Jungs auf jeden Fall von Enemy Earth und an Jakob. Hills, was machen wir jetzt noch? Haben wir das Auto noch ein bisschen? Komm, geh mal zum Auto mal. Wir haben noch das Auto ein bisschen. Hier ist ja jetzt gerade hochgefahren, war schon anstrengend, oder? Ja, ich habe gerade erzählt gehabt. Die Gänge sind ein bisschen tricky halt. Ja, aber ich hab den Trick verraten.
der war gut. Aber du bist ja der alte Mechaniker. Der Kfz-Profi. Wir haben ja jetzt mal noch ein bisschen das Auto, deswegen haben wir gesagt, okay, wir fahren an diesen Spot, wo wir schon mal waren. Und es sieht so schön aus. Deswegen nutzen wir das noch ein bisschen und machen zwei, drei Pics mit den Jungs. Auf Instagram abchecken. Genau, ich denke mal, das wird dann auf Instagram gepostet. Warten wir, bis die Sonne ein bisschen tiefer steht, weil sie haut ganz schön rein. Ja, ich muss auch Mütze tragen, weil ich habe schon wieder extrem Sonnenbrand im Gesicht. Ja, das ist bei mir genauso. Nee, war ansonsten richtig, richtig gut. Bei mir gab es noch eine super Nachricht jetzt. Das habe ich gerade in meinem Stream, in meinem Video erzählt. Aber es ist halt immer so ein Up and Down und wir lassen uns natürlich das nicht verderben. Was ich krass finde, ist, dass es schon vorbei ist. Ja, wir müssen leider wieder zurück nach Deutschland. Also das ist wahrscheinlich eines der letzten YouTube-Videos, die ihr sehen werdet. Wir werden euch gleich ein paar Aufnahmen zeigen, so einfach so von den Hills. Ich denke mal, so gut ich konnte, habe ich euch ein bisschen LA gezeigt. Das Ding ist halt, du kannst halt nicht alles zeigen. Weil das Ding ist halt, ich bin ja auch hier unterwegs, ne? Du kannst ja nicht die ganze Zeit alles filmen. Ja, du kannst nicht alles durch das Handy so quasi. Ja, ja, das ist auch. Man möchte auch so ein bisschen das auch selbst wahrnehmen. Du hast schon viel. Ja, ich habe schon viel. Live und so, ne? Instagram. Mein Content war halt, ja, Instagram-Livestreams und so. Mein Content war ja eher so ein bisschen mehr darauf bedacht, auf Vintage-Flea-Market. Ich wollte so ein bisschen was zeigen, so was auch Stuff gekauft wurde. Ich habe neue Pants geholt, hier neues Shirt und so. Und natürlich gehört auch ein bisschen was dazu. Jetzt Venice Beach haben wir euch gezeigt. Wir waren Rodeo Drive. Das Ding ist halt einfach, du kannst nicht überall die Kamera mitnehmen. Wir haben The Game gesehen. Er trainiert einfach auf der Melrose. Sein Rolls Royce parkt einfach schön mit Warnblinkanlage davor. Dann haben wir Mike Amidi gesehen, ne? So einfach an uns vorbeigelaufen am Rodeo Drive. Wir haben DJ Mustard gesehen im Balenciaga Store auf dem Rodeo Drive. Das Ding ist halt einfach, du kannst das nicht alles filmen, weil er läuft an dir vorbei und du bist erstmal so, war er das oder war er das nicht? Und okay, krass, das war er. Und dann Kamera irgendwie hinterher, dann ist auch voll dumm. Aber ich denke mal, wir haben schon die Vibes so ein bisschen gecatcht und euch so irgendwie ein bisschen rüberbringen können. Auf jeden Fall, das war's von dem Video. Wir blenden vielleicht jetzt noch mal ein paar Einnahmen. Klar, Einnahmen, die wir verdient haben. Nein, Spaß. Ein paar Aufnahmen von den Hills. Wir sind jetzt oben, Beverly Hills. Und ja, Porsche. Wunderschönes Auto. Haut rein.